Was zeigst du mir, Kamera? Teufel, zieht alles. Die ganze Stadt gehört. Oh, er hat Angst vor Teufeln. Warum hat er Angst vor Teufeln? Das ist die Question hier. So. Okay. Warum hat er Angst vor ihnen? Irgendwas ist passiert. Irgendwas ist passiert und er hat jetzt Angst davor, zu verraten, was da passiert ist an diesem Tag oder an diesem ich Abend. Ich habe Mac in dieser Straße gesehen. Ah, alles klar. Ist ja gut. Wir gehen da hinten lang. Da hinten leuchtet es ja auch. Ich dachte, wir können vielleicht uns die Kollegen da hinten noch angucken, aber offensichtlich nicht. Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Ja, ja, ja. So, was ist mit der Zeitung? Alle denken, ich hätte ihn getötet. Sie hassen mich. Ja, hast du wahrscheinlich nicht. People love citizen killed loser. Was? Hat sich hier irgendwas geändert in der Welt hier? Haven Drugs? Ne, das war vorher schon, ne? Ja. Warte, vielleicht hat sich ja auch irgendwas geändert in der Welt, das. So wie er das halt sieht, ne? Okay. Hier geht's weiter. Was war hier nochmal? Aha. Das ist so unfair. Ich habe überhaupt nichts getan. Oh Gott. Dieses Poster. Typhon Mining Co. recommends. You keep your mouth shut. Also du hältst deinen Mund gefälligst. Über Gabe Chen's Death. Also über den Tod von Gabe Chen. Für den Rest deines Lebens. Es wird keine weiteren Warnungen geben. Mach einen Fehler und wir werden dich finden. Erzähl es keiner Seele. Die Typhon-Gesellschaft, ja? Ganz netter Verein. Wer bist du? Ist Riley? Hätte es doch bloß nicht getroffen. Alex? Hat sie das gedacht? Wer hängt da? Nein, da draußen sind Leute, verdammt! Ich hab doch gesagt, dass wir es abblasen müssen. Wenn die mich auf der Trauerfeier angesehen haben, die denken, ich habe ihn sterben lassen. Ich weiß, warum du lügst. Na, okay, du hast einen Fehler gemacht. Nein, glaube ich nicht. Du warst eifersüchtig, auch nicht. Es ging um Rache auch nicht. Ich glaube eher, dass Typhon Druck ausübt. Er hat Angst eindeutig vor Typhon. Typhon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Aber warum? Halt nicht den Kopf hin, du bist auch schuldig. Er ist ein kleiner Fisch, er ist eine kleine Wurst, was soll er tun? Halt nicht den Kopf hin für diesen großen Konzern. Ich weiß, du hast versucht, es zu verhindern. Sie haben Scheiße gebaut, nicht du. Hör auf, für sie zu lügen. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich hab denen gesagt, dass ihr da unten seid und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Warum? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Du musst mir glauben. Gabe und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Jetzt beobachtet mich Typhon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Ganz ruhig, Mann. Ich könnte ihn beruhigen. Aber hat er das wirklich verdient? Mac beruhigen oder eiskalt weggehen? Also ich fände es schon übel, also wirklich übel, wenn wir jetzt einfach weggehen würden. Der arme Junge.
Der tut mir jetzt wirklich sehr leid, muss ich sagen, weil ich glaube ihm tatsächlich, dass er es versucht hat, das abzuwenden, aber Typhon, der große Konzern, der hat da nicht mitgespielt. Warum auch immer, wir müssen herausfinden, warum die trotzdem gesprengt haben, aber Mac kann nichts dafür, er hat es ja weitergegeben oder er hat den Anruf angenommen. Er hat zwar gelogen, ja, das stimmt, aber er hat ja auch Riesenangst vor diesem Konzern, wie man merkt. Er hat Riesenangst. Deswegen versuchen ihn zu beruhigen. Ich finde, dass die richtige Wahl ist. Das ist, ja, muss. Okay, Mac, komm schon. Du musst dich beruhigen, okay? Atme, Mann. Atme ruhig weiter. Ich weiß, wie es ist, wenn dir keiner glaubt. Wenn alle nur das Schlimmste von dir denken. Aber die Wahrheit kommt raus. Ich sorge dafür. Aber Typhon. Wenn Typhon hinter dir her ist, müssen sie erst an mir vorbei, okay? Na, besser jetzt? Okay. Danke. Hört sich gut an. Ich fühle mich ein wenig besser. Das ist schön. Naja, man lernt ein paar Dinge, wenn man ständig zu Seelenklempnern gehen muss. Also, was machen wir jetzt? Bleib in Haven. Ich decke die Wahrheit auf. Ja, das tun wir. Und da oben steht, fuck Typhon. Wie passend. Ja, wir decken es auf, aber wie werden wir vorgehen? Ich würde sagen, wir reden mit der Diane, oder? Sie ist ja die Ansprechpartnerin hier für Typhon. Na, alles gut? Hey. Ja. Können wir reden? Wo bist du? Wer ist das? Okay. Mit wem hat sie geredet? Ich will es wissen. Ich muss es wissen. Wir werden es wahrscheinlich herausfinden. Typhon. Oh, ich wusste es. Ey, die haben mich schon erinnert an diese Drecksfamilie. Wie heißen die nochmal? An die Prescotts. Oh, das sind solche Parallelen einfach. Denen gehört die City. Tun einen auf gut, weil sie Gutes tun. Angeblich. Aber im Hintergrund passiert eine große Scheiße. Wer ist das? Ist das Ryan? Du hattest recht. Mit Typhon und Mac. Alex. Mac erhielt den Anruf. Woher weißt du das? Er erhielt den Anruf und hat gelogen. Ist doch egal. Jemand übt Druck aus, damit er still bleibt. Jemand von der Mine und er ist... Es ist egal! Wow, wow, wow. Ich komme immer wieder her. Und gehe alles durch. Aber es endet immer auf dieselbe Weise. Ryan. Er ist tot. Er ist wirklich tot, Alex. Ja. Ist er wirklich tot? Alter, ich kann es nicht glauben, aber okay. Fuck. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Das heißt, ich muss jetzt hier... Ich schaue mich mal gerade um. Ich kann sonst nichts anderes machen. Na dann los. Er ist super sauer, aber super pisst. Wir müssen trotzdem was tun.
noch, weißt du? Dass sich die Umgebung ändert aufgrund der Emotionen. Das ist schon krass gemacht. Wow. Alles um ihn herum stürzt ein. Es ist meine Schuld. Ich sorge für die Sicherheit der Leute. Und ich habe versagt. Du hast Ethan gerettet. Es ist Typhons Schuld. Du hast mich gerettet. Du hast mich gerettet. Ryan. Ich verdanke dir mein Leben. Das stimmt. Das hat er getan. Sie versteht das nicht. Ich habe sie darüber laufen lassen. Ich habe Gabe in Gefahr gebracht. Ich bin kein Held. Ich bin ein Feigling. Ein absoluter Versager. Keiner von uns ist wertlos. Woher hättest du es wissen sollen? Du bist mutiger als ich. Das kann ich nicht sagen, denn das ist er nicht tatsächlich, aber keiner von uns ist wertlos. Ich weiß, wie es ist, sich wertlos und hilflos zu fühlen. Wir haben Ethan gerettet. Und du mich. Ist doch egal. Gabe ist tot. Meinetwegen. Gabe, es tut mir so leid. Vergib dir selbst, ich vergebe dir. Gabe würde dir vergeben. Er muss sich selber vergeben. Er muss es erstmal mit sich selber klarkommen, oder? Es gibt nur eine Person, die dich dafür verantwortlich macht, Ryan. Du musst dir selbst vergeben. Ja. Du bist nicht allein. Szene, oder? Vor allem mit der Musik und alles. Das war echt eine krasse Szene. Fand ich echt schön, auch wenn sie super traurig war, aber schon geil. Wow. Warte, da gibt es einen Typen im Gorilla-Kostüm? Springt der auch von der Klippe und in den Pool? Scheint wieder alles okay zu sein. Kostüm. Und der Typ springt von der Klippe und in den Pool. War das ein mexikanisches Restaurant? Nee, nur vom Namen her. Das Essen ist, naja, grauenvoll. Aber Gabe liebt den Laden. Er ist der älteste 12-Jährige, den ich kenne. Kann ich dich was fragen? Natürlich. Du bist doch hergekommen, um mir zu sagen, dass ich recht hatte. Wegen Mac und dem Anruf. Woher wusstest du es? Ja. Es gibt etwas, das du über mich wissen solltest. Und es ist leichter, es dir zu zeigen, als es zu erklären. So will es ihm zeigen? Es wird etwas seltsam. Und dann so richtig. Vertraust du mir? Ein bisschen Angst hat er schon, wa? Denk an etwas Ärgerliches, an etwas Trauriges, denk an etwas Furchteinflößendes. Wir gehen mal auf das Schlimmste. Okay. Denk an eine Sache, die dir so richtig Angst macht. Konzentrier dich, bis du es fühlst. Jetzt kommen Spinnen, oder? Riesige Spinnen. Das würde bei mir kommen.
Typhon, das alles. Du weißt nicht, wie du ohne Gabe damit umgehen sollst. Oh, okay. Keiner hatte sich je mehr Ärger eingehandelt und dann wieder rausgewunden. Oh Mann, dieses eine Mal. Telefon? Ja, gleich. Woran auch immer du denkst, genau jetzt. Hör nicht auf, okay? Was ist denn mit dem Telefon los? Mach weiter. Okay. Ich dachte, er sollte an irgendwas Furchteinflößendes. Okay. Welche Emotion ist das? Was zum Henker war das? Kann ich... Sorry. Wir tun mal so, als hätten wir das nicht gesehen. So. Wir haben irgendwas auf dem Handy bekommen. Was geht denn hier ab? Ein paar Sachen haben wir bekommen. Der silberne Drache, das würde ich gerne erstmal vorlesen. Warum? Warum haben wir das jetzt während diesem Gespräch bekommen? Warum? Der silberne Drache. Vielen Dank für eure Geduld in den letzten Tagen. Im Moment ist alles ungewiss. Aber wir hoffen, bald wieder zu unseren normalen Geschäftszeiten geöffnet zu sein. Weitere Neuigkeiten folgen bald. Mit dem coolen Logo. Josh Hopkins sagt, vielen Dank für das Update, freue mich schon auf meinen Einkauf. Und Riley schreibt, falls du jemanden brauchst, der dir mit Ethan oder irgendwas anderem hilft, lass es mich wissen. Warum haben wir das bekommen? Wir lesen es mal vor. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Aber ein Danke reicht völlig. Okay. Hector González. Ich habe Chrissy gefunden. Sie hat in Frau Crawfords Blumenbeeten gewütet. Aber sie ist jetzt zu Hause. Cass Gross, ich bin so froh, dass du sie gefunden hast. Gib ihr einen fetten Kuss von mir. Die ersten Küsse gehen an das Mädchen aus dem Plattenladen, die mir geholfen hat, sie zu finden. Alex? Verdammt, die Legende wächst. Ach, der Typ mit dem Hoodie ist Hector González. Ach so. Cool. Steph wusste direkt, es war Alex. Beste. Jet Lucan. Dieses Mal verabschieden wir uns richtig. Danke an alle, die heute anwesend waren. Tut mir leid, wie es sich entwickelt hat. Wie wäre es mit einer letzten Verabschiedung? Und diesmal machen wir es richtig. Das würde ich mir sehr wünschen, ja. Klingt nach einer guten Idee. Ich habe eine Idee. Können wir uns alle um 21 Uhr auf der Brücke treffen? Ich werde dort sein. Ich auch. Brücke um 21 Uhr. Oh, da bin ich mal gespannt. Okay, wir haben alles, glaube ich. Ja, so, jetzt widmen wir uns wieder dem überglücklichen... Ryan, warum auch immer, er sollte an was Furchteinflößendes denken, aber egal. Schauen wir uns das mal an. Wo bist du denn gerade? Haben die Gras geraucht? Der ist doch voll glücklich. Und wir jetzt auch. Muss eine schöne Erinnerung sein. Ob ich das irgendwie zusammensetzen kann? Was? Mit den Wolken oder was? Oh, 1, 2, 3 Wolken. Wir gehen mal die goldene Mitte erstmal. Oh, das ist eine Menge Blut, oder? Gelb. Das ist ernst. Eine Kanada-Gans zu töten, verstößt gegen internationales Recht. Sei still, das ist keine. Das sind Kanada-Gänse, Gabe. Eigentum der Krone. Der Krone von... Eigentum der Krone, Gabe. Was machen wir jetzt? Dieses Lachen im Hintergrund. Alter. Nächste. Wolke. Gabe. Gans. Ich sehe sie. Sie wird sich bewegen. Sie bewegt sich nicht. Sie wird sich bewegen. Gabe! Die
Wolke ist zur Gans geworden und hier ist ein Auto, das sehe ich ja jetzt erst. Okay, und was ist das jetzt? Das wird zur Schaufel, oder? Was denkst du, wie tief? Dieses Lachen im Hintergrund. Die Mounties erkennen ein Gänsegrab auf hunderte Meter Entfernung. Die Mounties? Oh, ist das dein Ernst? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie lange wolltest du mich buddeln lassen? Na, du hast dich so schön reingehängt. Oh mein Gott, er hat ihn verarscht. Also, habt ihr die Gans beerdigt oder nicht? Okay, und dann Eigentum der Krone? Jetzt checkt er langsam, naja, oder? Genau genommen schützt sie tatsächlich das Abkommen zum Erhalt der Wandervögel. Aber wie? Ja, ja. Ich bin so eine Art Superheld oder Art Freak. Ja, Superheld. Aber wir sind auch kein Freak. Ich sag Superheld. Wir sind einer von also, den Avengers. Ich glaube, ich habe diese Kraft. Ich kann die Emotionen anderer Leute sehen. Sie erscheinen mir wie eine Aura. Und wenn ich ihnen zu nahe komme, dann fühle ich, was sie fühlen. Als fühlte ich es selbst. Und wenn ich mich konzentriere, verstehe ich sogar den Grund. Und das hast du jetzt gerade gemacht. Mit mir. Oh ja. Puh. Krasse Superkraft. Ohne Scheiß. Ja, ja. Es waren bisher immer nur die schlechten Emotionen. Aber Das war pure Freude. Zur Abwechslung mal was Schönes, oder? Wer weiß noch davon? Gabe. Aber wie es jetzt aussieht, nur du. Deswegen weiß ich, dass Mac Angst vor Typhon hat. Er meldete Gabes Anruf, aber sie ignorierten es. Jetzt zwingen sie ihn dazu, dich zu halten. Okay, aber wieso? Ja, das müssen wir halt rausfinden. Weiß ich noch nicht. Jemand hat entschieden, die Explosion stattfinden zu lassen. Herauszufinden, wer, wäre schon mal ein guter Anfang. Oh ja. Also, legst du dich mit Typhon an? Ich kann dir helfen. Aha. Das musst du nicht. Jetzt hast du mich am Hals. Ist das jetzt gut oder schlecht? Handschlag oder umarmen? Naja, so weit sind wir noch nicht, oder? Ich meine, ich mag den Ryan, aber das ist ein cooler Dude. Aber umarmen direkt? Wir bleiben noch nicht. Ja, vielleicht irgendwann. Na dann. Partner. Gehen wir es an. Ich wollte ihm jetzt nicht um den Hals fallen. Warum? Wieder kein Grund. Noch hat er nichts gemacht. Sie sind unberechenbar, Chen. Aber bringen Resultate. Aber steht die Alex nicht auf Frauen? Hatte ich so das Gefühl? Vielleicht auch nicht, weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Habe ich so im Gefühl gehabt. Aus den SMS, die wir gelesen haben. Vertue ich mich? Wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich dachte, vielleicht steht ja die Steph auf Alex.
Oder andersrum. Na, wenn man schon vom Engel spricht. Das hier ist für dich, Gabe. Ich vermisse dich. Ich habe heute Morgen nichts gesagt. Ich konnte es nicht. Zu hören, wie alle von ihm erzählten. Von dem Leben, das er hier hatte. Mit euch allen. Ich habe meine Chance darauf verloren. Und obwohl ich nur einen Tag mit ihm hatte, hat er mein Leben verändert. Ich sagte, ich wüsste nicht, ob ich hierher gehöre. Er sagte mir, ein Zuhause findet man nicht einfach. Man baut es auf. Ich lieb, Gabe. Oh. Oh, guck mal links. Nur die Alte von Typhon nicht. Nur sie nicht. Sie hatte keine Aura. Was zu verbergen. Oh, das Lied, ey. Gänsehaut. Ich habe echt Gänsehaut gerade gehabt. Und dann immer dieses abrupte Ende, Mann. So plötzlich, zack, Statistik. Boah, die Diana am Ende, ne? Mit ihrer Aura. Erst hatte sie keine Aura, alle anderen hatten pure Freude. Wirklich, das war dieser goldene Glanz, den wir vorhin bei Ryan gesehen haben auf der Wiese. Den hatten alle, nur Diane nicht von Typhon. Die hatte dieses lilane, ich glaube, das ist, was ist nochmal lila? Was war nochmal lila? So unsicher? Unsicher oder sonst, auf jeden Fall sehr zwielichtig, die Dame, sehr, sehr zwielichtig. Dann schauen wir uns doch mal unsere Statistiken an, die Weltstatistik. Und zwar, Alex hat Mac mit seiner Panikattacke geholfen. 96%. Krass. Wow, das haben sehr viele gemacht. Das ist ein verdammt hoher Wert. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber ganz ehrlich, es ist logisch. Eigentlich. Weil er konnte selber nichts dafür. Er wollte auch nicht, dass Gabe stirbt. Da bin ich mir auch zu 100% sicher. Das glaube ich ihm sehr. Er hat einfach nur Riesenschiss vor Typhon. Deswegen, also 96%. Respekt, Freunde, sehr gut. Ja, also ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe. Einfach weggehen, wow, das wäre... Oh, der hätte sich selber zerfressen wahrscheinlich. Vor Schuldgefühlen und vor Angst. Gut, Eleanor hat Gabes Tod vergessen. Alex hat Eleanor daran erinnert, was passiert ist.
Oh, wir gönnen uns. Ich hab mich entschieden wie 34%. Wir haben sie nicht gesagt. Das steht uns auch gar nicht zu. Ich meine, wir kennen sie seit einem Tag. Wir können nicht mal die eigene Enkelin, also die Riley, die wusste noch nicht mal von der Krankheit. Nee, das konnten wir nicht bringen. Aber 66% dachten sich, hey, wir erzählen ihr das. Würde mich interessieren, was dann passiert. Das würde mich sehr interessieren. Charlotte hat Typhons Geld nicht angenommen. 62%. 38% haben die Vereinbarung unterschrieben. Okay, was? Charlotte hat Typhons Vereinbarung unterschrieben, nachdem Alex sie nicht besuchte. 0%. Das heißt, jeder hat sie mal besucht. Finde ich gut. Das bedeutet für mich, es gibt nicht nur Spieler, die durch dieses Spiel durchrushen tatsächlich, ja. Das heißt, man musste ja nicht reingehen, ja. Das war nicht Hauptaufgabe. Die Hauptaufgabe war es, in den Blumenladen zu gehen. Das ist schon mal, aber 62% ist schon ein guter Wert. Ist okay. Ich hätte mir mehr erhofft, besser gesagt, aber das Geld, dieses dreckige Geld von Typh, natürlich konnte Charlotte das gut gebrauchen mit ihrem Sohn, aber das konnten wir nicht annehmen. Absolut nicht. Wir schauen uns jetzt jede Entscheidung natürlich an, gründlichst. Alex hat einen ruhigen Moment beim Doc genossen. 65% haben wir gemacht. Warum auch nicht? Alex hat sich nicht beim Doc hingesetzt. 35% haben das verpasst. Ja, wenn man nicht gründlich genug ist, Freunde. Ja. Alex hat die Wohnung aufgeräumt. 55%, das ist ja ausgeglichen. Alex hat das Chaos für später liegen gelassen. Na klar, das denken wir uns alle. Machen wir später. Das mache ich später. Das läuft ja nicht weg, ne? Alex hat das Album auf Gabes Gedenktafel gelegt. 39%. Die meisten haben das tatsächlich getan. Alex hat das Foto auf Gabes Gedenktafel gelegt. 29%. Alex hat nichts zur Gedenktafel hinzugefügt. 32%. Leute, was ist denn los? Ich musste doch irgendwas hinlegen, wenigstens. Das ist euer Bruder. Na gut. Immerhin 39%, der Höchstwert. Alex hat ein glückliches Gesicht auf der Dartscheibe hinterlassen. 18%. Ach so, ja, es war ja schon glücklich. Wir haben ja nichts gemacht. Wir haben es da so gelassen. Alex hat ein trauriges Gesicht auf die Dartscheibe hinterlassen. 32%. Warum? Wieso solltet ihr sowas tun? Alex hat sich die Dartscheibe nicht angesehen. 50% haben sich die Dartscheibe nicht mal angesehen. Leute, guckt euch um in diesem Spiel. Das lohnt sich. Alex nannte sich für das LARP Alexandra. Die Alexandra. Okay, 22%. Immerhin. Alex nannte sich für das LARP Alto. Auch 22%. Und die meisten haben tatsächlich sich für Alvin entschieden. Für Alvin and the Chipmunks anscheinend. Und 3% sahen sich noch nicht mal das Notizbuch an von der Steph. 3%. Freunde, was denn los? Alex hat einen Moment lang an Gabe gedacht. Einen Moment lang? 73%? Ach, oben auf dem Dach. 73% haben das gemacht. Alex hat nicht am Tisch auf dem Dach gesessen. 27% haben es verpasst. Schade. Aber das sagt mir, wir haben einiges mitgenommen aus dem Spiel. Das ist gut. Alex hat Ryans Behauptung auf der Trauerfeier bestätigt. 60%, das haben wir auch getan. Und Alex hat zugegeben, dass sie Gabes Anruf nicht gehört hat. 40%. Ehrlich gesagt, ich wusste es nicht mehr. Ich wusste, dass Gabe so ein Telefon bei sich hatte, so ein Satellitentelefon. Er hatte auch angerufen, aber ich wusste nicht mehr, mit wem er redet, ehrlich gesagt. Deswegen, ich habe es einfach bestätigt. Warum nicht? Er hat ja angerufen. Wahrscheinlich auch dort. Also hat er ja. Ryan konnte sich selbst vergeben. 20%, sehr gut. Ryan hat Alex' Vergebung akzeptiert. 14%. Alex hat Ryan Gabes Vergebung angeboten. 66%. Also ich fand es wichtig, dass er sich selbst vergeben kann da. Ja, ich meine, in dieser Situation, in dieser krassen Situation an der Schlucht, um Ethan zu retten, da hatte niemand Schuld an dieser Situation. Das einzige Problem war Typhon tatsächlich.
Ja, die haben die Bombe losgelassen und da kam dieser fette Brocken an Stein runtergeflogen. Und dafür konnte Ryan doch nichts. Deswegen, er musste sich selber vergeben. Klar. Es ist. Für mich war es die logische Antwort, aber gut. 20% nur. Ryan und Alex haben sich an der Schlucht die Hand gegeben. Zwar 28%, ja. Und sie haben sich umarmt. 72%. Bin ich so gefühlskalt? Verdammt. Ja, okay, ich meine. Ja, ich hätte ihn umarmen können, aber ganz ehrlich, es hat irgendwie nicht gepasst in der Situation. Fand ich, oder? Vielleicht denke ich auch falsch. Ich habe keine Ahnung. Alex hat den Titel Kicker-Champion beansprucht. 40%. Steph hat den Titel Kicker-Champion beansprucht. 60%. Wir gehören jetzt zu den 40%, die gewonnen haben tatsächlich. Na klar, hallo? Steph hat Sturmbringer zum Lab-Boss gemacht. 57%. Die meisten haben sich für Skeletor entschieden, okay. Und Kravius haben sich 42% für entschieden. War auch cool, war auch super. Also beide Zeichnungen waren mega gut. Aber ich fand den Sturmbringer halt irgendwie passender. Alex hat im Plattenland nicht mit Steph geredet. 1%. 1% von euch sollten sich schämen. So. Die vorletzte Entscheidung. Alex hat der Vogelbeobachterin nicht geholfen. Was, der konnte man helfen? Was? Alex hat der Vogelbeobachterin geholfen, ihren Busser zu finden? What? Ich habe die sogar gesehen mit dem Fernglas. Aber ich wusste nicht, dass wir irgendwas mit der machen können. Mist. Verdammt. Okay, immerhin haben das 57% nicht gemacht. Entweder sie haben es übersehen oder wollten es nicht. Ja, sorry. Es tut mir leid. Ich dachte, das wäre halt irgendein random Mädel, die da rumläuft, mit einem Fernglas. Scheiße, ärgert mich jetzt, egal. Alex hat dem traurigen Typen geholfen, seinen Hund zu finden, 69%. Ja gut, den konnte man auch kaum übersehen, oder? Also dem musste man ja helfen, im Plattenladen. Alex hat dem traurigen Typen nicht geholfen, 31% haben kein Herz. So, ja, das waren die Entscheidungen. Wir gehen direkt rein ins neue Kapitel, oder?